Alles kann man hier sehen, sein ganzes Werk. Deswegen haben wir auch die Ausstellung gar nicht mal so sehr als Retrospektive überschrieben, sondern haben ihr den Titel gegeben, Panorama, was wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt heißt, alles sehen. Und es gibt hier die Werksverzeichnis Nummer 1, also das Bild, was er als sein Anfangsbild bezeichnet, und die es davor gab, hat er dann ja auch nicht mehr für sich als gute Bilder aufgenommen. Und das ist das, was er akzeptiert hat als sein Anfang. Und in diesem Bild sieht man eigentlich schon alles. Man mag das als noch ein unsicheres Bild beschreiben, als ein Bild, was ihm aber sicherlich den Weg in die Zukunft gewiesen hat. Es muss nicht das beste Bild sein, aber es ist wahrscheinlich das Wichtigste. Weil wenn er das vielleicht nicht gemalt hätte, hätte das Werk mitunter rein hypothetisch anders aussehen können. Sie können nicht, oder man sollte niemals eine Ausstellung eines lebenden Künstlers alleine machen. Das ist ja auch das wunderbare Privileg, mit dem Künstler zusammenzuarbeiten, und dieser Ausstellung ging sicherlich eine Vorbereitungszeit von 2 Jahren voraus, und nur weil Gerhard Richter so eng an dieser Ausstellung gearbeitet hat, so intensiv, ist sie so auch geworden, wie sie jetzt ist. Er war nie einer und wird auch nie ein Staatskünstler sein, weil er immer nur sein Werk in den Vordergrund schiebt. Und das ist ihm, diese Attitüde eines Staatskünstlers zu sein, das wird ihm nicht gerecht, und das will er mit Sicherheit auch überhaupt. Nein, es ist aber ein Ausdruck sicherlich der Jahrzehnte, oder der letzten 5 Jahrzehnte, über die verschiedenen Möglichkeiten der Kunst, die Entwicklung der Kunst. Das manifestiert sich sicherlich in dem Werk, auch im Gesamtwerk von Gerhard Richter. Herr Kittelmann, wir danken Ihnen. Bitte schön, gerne.